Hallo, ich bin der GameBob und herzlich willkommen zu Let's Play The Witcher 3 Teil 72 und wir sind immer noch auf dem Weg zum Widerstandskämpferlager Gedönsdingens. Let's go! Das ist ein schwarzes Brett, ich versuche jetzt mal alle schwarzen Bretter mitzunehmen. Kennering sucht die Passiflore, Heimat der sinnlichen wie geistigen Genüsse, sucht eine Kellnerin in Vollzeit. Kandidatinnen sollten höchstens 25 Jahre alt, anziehend und schnell vom Begriff sein. Branchen, Branchenerfahrung bevorzugt, aber nicht Bedingungen. Interessentinnen wenden sich an Madame Serenitz. Okay, interessant. Ist keine Frau, kein Mann, wo es geschrieben hat. Warnung, Wirte, lasst euch warnen. Wenn ihr einem Mann namens Odrin begegnet, dann haltet euch von ihm fern, zeigt ihn allenfalls bei der Stadtwache an. Der Halunke hat gut 3 Wochen lang in meiner Herberge residiert und ist dann verschwunden, ohne ein Kopper seine Rechnung zu bezahlen. Außerdem hat er noch ein Weinfass und ein Silberbesteck für den Gebrauch unserer wohlhabenden Kundschaft mitgehen lassen. Ich weiß, ich habe gerade den Satz etwas umgeformt, aber es kommt vor. Hochzeitskapelle. Fräulein Tochter wird heiraten. Herr Sohn hat endlich eine Braut gefunden. Ihr selbst wollt es ein zweites Mal wagen. Denkt daran, eine Hochzeit ist nichts ohne eine gute Kapelle und es gibt in der ganzen Stadt keine bessere Kapelle als Mario Musiker und die fidelen Fiedler. Zum Zum Umfang gehören unsterbliche Weisen wie Danny Boy. Hier kommt die Braut und natürlich der allgemeine Favorit, Old Lang Belletin. Zögert nicht und bucht noch heute euren großen Tag. Mario Musiker. Ich kann das Wort nicht aussprechen, ich lasse es bleiben. Old Lang Belletin, das könnte eine Anspielung sein auf ein bestimmtes Volkslied, aber egal. Bekanntmachung. Ich werde keine hochprozentigen Getränke an Personen unter 18 Jahren verkaufen, sofern die Eltern nicht dabei sind. Euer Wirt. Schaukelpferd zu verkaufen. Wie neu. Fast unbenutztes Schaukelpferd zu verkaufen. Aus Birkenholz mit Eichenkufen. Kleiner Kratzer am rechten Hinterbein. Metallsteigbügel auf Wunsch verfügbar. Okay. Zimmer zu vermieten. Zimmer im Die 7 Katzen zu vermieten. Hübsch und sauber. Bei gutem Wetter sieht man die Türme Novigrads aus dem Fenster. Erschwingliche Miete. PS, Achtung, in der Herberge kann es bisweilen sehr laut zugehen. Ich habe jetzt mal mein Audioaufnahmesetup wieder ein bisschen verändert. Ich möchte mal probieren, ob es besser klingt. Hier, das ist ein Boot, das gerade rumgeglitscht ist. Okay, das ist ein Setup, das hier auf der Karte was eingezeichnet ist. Wo aber nichts ist. Oder soll eine Anlegestelle signalisieren? Kann ja auch sein. Come on now. Fällt auf, dass da keiner ist.
Ach, ich kann doch das Zelt doch looten. Ups. Ich habe noch keine Aggro auf mich gezogen, wie praktisch. Irgendwas macht draußen komische quietschende Geräusche, seltsam. Ich hab gedacht, das ist mein Rechner, aber das kommt von draußen. Come on now. Werde laufen für irgendetwas weg, das meist anzeigen, dass das irgendwas sein könnte. Oder sind einfach nur Wildpferde. That's it, Roach. That's it, Roach. Whoa! Go, go! Looking for Roach. No one here by that name. Anything else? I see. And behind you, that's a berry picker's camp? We're, bird watchers. Let me guess. That sword's in case you run into a hornbill. No. Hornbills aren't endemic to this area. Don't migrate here either. You blind, Hortensio! That's Geralt, old friend of mine. Come in, Geralt.
Geralt of Rivia, safe and sound. Vernon Roach, Temeria's last hope. Laugh all you want. Temeria will rise again. Roach, I cannot abandon them. You can and must, because those are your orders. They'll die, please. We're done. Dismissed. How'd you wind up here? Came with the army, of course. Its remnants. When Nilfgaard crossed the Yeruga, I dropped everything. Threw it all away to hell and rode for the front to fight the invader. Joined the Second Temerian Army under John Natalis. We were to stop the Black One's advance along the Dol Blathana Mount Carbon line. And we did. For 3 days. Then they smashed us into splinters. Soon after, I heard Radovid was assembling his forces near Novigrad. That he'd promised to fight for a free north. Broke through with the remains of Natalis' army, but... But Radovid proved no better than Emir. So I decided I would mount my own fight. What do you do here? Hunt Scoia'tael? You jest, right? Who cares about the Scoia'tael anymore? Temeria, that's what matters.